Johanna Ammann, du bist die Geschäftsleiterin da vom Café in der Postgarage, wo jetzt gerade eröffnet. Warum braucht es jetzt genau da ein Café bzw. Kaffeelounge? Was habt ihr euch dabei gedacht? Ja, also wir freuen uns erstens mal, dass wir an dem Standort sein dürfen, dass wir unser Café da aufmachen dürfen. Der Campus selber hat natürlich sehr viele innovative Leute, das sind viele Gründer, viele Denker, das sind ganz viele unterschiedliche Gemeinschaften, die da zusammentreffen. Und wir freuen uns, dass wir da der Café-Erkläle präsentieren dürfen, was es auch im Rahmen vom Café sehr viele Neuheiten gibt, unterschiedliche Brühmethoden. Und wir sind der Meinung, dass es da sehr viele Leute gibt, die offen sind mit uns, das Atmengehen, dass sie unterschiedliche Erlebnisse haben, unterschiedliche Charaktere im Café probieren, erkennen, schmecken wollen und bereit sind, sich auf ein ganz neues Thema Café einzulassen. Also kann bei euch eigentlich jeder vorbeikommen, der gerade in der Postgarage ist oder gerade vorbeispaziert, wo ein Startup hat, wo das Büro hat? Ja, da kann jeder vorbeikommen. Wir freuen uns auch, wenn wir jeden da begrüßen dürfen, ob da am Arbeiten ist oder ein Büro hat oder ob man auf der FH studiert, ob man da ein Spaziergänger ist, wo sich eine Runde an der Acht dreht oder einfach jemand, der sieht, ich möchte ein feines Frühstück oder ein gutes Gläschen Wein oder ein feines Brötle essen oder vegane Eintöpfe. Also es ist wirklich jeder willkommen und wir freuen uns, wenn wir für jeden da etwas bieten, was für einen interessant ist. Du hast jetzt gerade kurz angesprochen, was gibt es jetzt als bei euch? Nur Kaffee oder auch mal einen Afterwork-Cocktail? Also bei uns gibt es auch Afterwork-Drinks, es gibt auch coole Cocktails, die im Zusammenhang von Kaffee sind. Wir haben lässige Mitarbeiter, wir haben einen Barista, der Staatsmeister geworden ist in Coffee and Good Spirits, wo da sicher der ein oder andere gute Gedanke mitbringt zum Kaffee verbinden mit Cocktails, dass man sieht, Kaffee ist nicht nur in der Tasse zum Trinken, sondern kann man in einem wirklich lässigen Afterwork-Drink trinken und kombinieren. Wir sind da in der Postgarage, die beschreibt sich selbst als Treibhaus für Innovation und Digitales. Was habt ihr vielleicht Neues da im Kaffee, was es vorher noch nicht gehört bei euch? Also wir haben da eine Modbar, das ist die erste Modbar in Vorarlberg. Es gibt in Österreich im Moment drei, wo wirklich alles Technische unter der Bar ist und nur die Brühkopf oben sind, wo integrierte Waage hat, wo man wirklich das perfekte Kaffee-Ergebnis in die Tasse kriegt. Was wir auch haben, ist da natürlich sehr viele unterschiedliche Kaffeesorten, unterschiedliche Charaktere in einem Kaffee, wo wir uns auch freuen und wünschen, wenn man das probiert, dass man klärlich merkt, jeder Kaffee bringt einen anderen Charakter mit und dass man den so mit einer ganz unterschiedlichen Brühmethoden auch wirklich spüren kann und erleben kann und unterschiedliche Erlebnisse hat, dass man einfach mal sich ein bisschen neu einlädt auf das Thema Kaffee.